Auf dem düsteren Bild der Beerdigung steht Heino, der berühmte deutsche Musiker, in den letzten Tagen ihres Lebens vor dem Grab seiner Frau Hannelore Kramm. Sein Herz verfiel in einen ruhigen und bedeutungsvollen Moment, doch das schmerzliche Gefühl konnte nicht in Worte gefasst werden. Mit ihm teilten Familie und Freunde den Schmerz eines Abgangs, von dem jeder wusste, dass er unvermeidlich war. Hannelore Kramm ist nicht nur Heinos Frau, sondern auch seine Begleiterin, Geliebte und Mitschöpferin. Sie haben viele Jahre zusammen verbracht und nicht nur ein warmes Familienhaus, sondern auch wunderschöne Kunstwerke gebaut, die Fans auf der ganzen Welt Freude und Inspiration bringen. Heinos Herz ist nicht nur das eines berühmten Künstlers, sondern auch das eines gebrochenen Ehemanns. Der feierliche und feierliche Tag der Trauer ist ein Kontrastbild zu ihren glücklichen Tagen. Weiße Rosen, ein Symbol treuer Liebe und Respekt, wurden rund um den Sarg arrangiert und drückten der Familie und den Fans ihr tiefes Beileid aus. Heino im schwarz-weißen Anzug sieht aus wie ein kommerzielles Gemälde voller Nostalgie und Ehrfurcht. In diesem herzzerreißenden Moment sind Beileidsbekundungen keine bedeutungslosen und kalten Worte mehr, sondern etwas, das die Sprache nicht ausdrücken kann. Heinos Herz gilt seiner Familie und seinen Lieben, aber vielleicht wird jeder Trost leichter, wenn man weiß, dass die ganze Welt an diesem Schmerz teilnimmt. Fans auf der ganzen Welt sprechen Heino ihr tiefstes Beileid aus und sind dankbar für alles, was Hannelore Kramm in sein Leben und seine Karriere gebracht hat. Erinnerungen an Konzerte, Momente auf der Bühne und glückliche Reisen werden ewige Erinnerungen sein und dafür sorgen, dass Liebe und Zuneigung niemals verblassen. In dieser Zeit der Trauer war Heino kein unabhängiger Mensch. Familie, Freunde und sogar Fans tragen die Last dieses Verlustes. Eine Beerdigung ist nicht nur ein Abschied, sondern auch eine Hommage, eine Gelegenheit, sich an ein Leben zu erinnern und es zu feiern, das vergangen ist, aber schöne Spuren hinterlassen hat. Die folgenden Tage werden für Heino eine Herausforderung sein, da er lernen muss, ohne seinen langjährigen Partner zu leben. Sicher ist jedoch, dass die Liebe und der Respekt für Hannelore Kramm für immer in Heinos Herz und Seele leben werden. Das Leben ging weiter, aber es gab einen Teil von Heino, der zusammen mit der Person, die er liebte, für immer verloren ging. Von überall her strömten Beileidsbekundungen und die herzlichen Gebete und Gedanken von Familie, Freunden und Fans waren in den schwierigsten Momenten eine beispiellose Quelle der Unterstützung. Das herzzerreißende Gefühl trifft nicht nur Heino, sondern alle teilen diesen Schmerz. Trost wird Heino wohl in der Musik finden, in den Melodien und Texten, die er mit Hannelore Kramm komponiert und aufgeführt hat. Diese Kunstwerke sind nicht nur das Produkt von Talent, sondern auch das Ergebnis von Liebe, Respekt und Konsens im Leben und in der Kunst. In den kommenden Monaten muss sich Heino ohne seinen engen Partner möglicherweise neuen und ungewohnten Dingen im Leben stellen. Aber mit der Unterstützung seiner Familie, Freunde und Fans konnte er die Kraft finden, seine Herausforderungen zu meistern und weiterzumachen. Die Beerdigung von Hannelore Kramm war nicht nur eine Abschiedszeremonie, sondern auch ein Anlass, einer herausragenden Frau zu danken und ihr zu gedenken. Aus allen Teilen der Welt strömten Beileidsbekundungen ein, die den Einfluss und die Stimmung zeigten, die Hannelore hatte. Die ganze Welt teilt diesen Schmerz und ihre Geschichten sind Teil unserer. Das Leben nach einer Beerdigung wird vielleicht nie wieder das gleiche sein, aber die Erinnerungen, Tränen und Beileidsbekundungen werden unvergesslich sein. Trotz des Schmerzes kann Heino Freude daran finden, weiterhin Musik und Kunst zu denen zu bringen, die ihn und Hannelore lieben. Das Leben ist eine Reise mit Höhen und Tiefen,
aber in den schwierigsten Zeiten können Zuneigung, Unterstützung und Empathie von ihren Mitmenschen die größte Quelle der Ermutigung sein. Hannelore Kramms Beerdigung ist nicht das Ende, sondern ein Neuanfang, eine neue Reise für Heino und diejenigen, die ihn lieben und schätzen. Egal was passiert, die Liebe und Erinnerung an Hannelore Kramm wird in den Herzen von Heino und allen, die ihr Leben berührt haben, weiterleben. Sich an diese bemerkenswerte Frau zu erinnern, sich an ihre unendliche Liebe zu erinnern und mit Dankbarkeit und Wertschätzung weiterzuleben. In den folgenden Monaten konnte Heino von allen um ihn herum Trost und Ermutigung suchen. Familie und Freunde werden sie unterstützen, ihnen helfen, schwierige Tage zu überwinden und den Willen zu finden, mit dem Leben weiterzumachen. Hannelore Kramm wird mit allem, was sie zu Heinos Leben beigetragen hat, immer in seinem Herzen und seiner Seele weiterleben. Erinnerungen an glückliche Momente, Reisen und das Teilen werden für Heino in schwierigen Zeiten eine Quelle der Ermutigung sein. Bébé, avec son parapluie, le même drap, les mêmes vêtements, juste derrière la maison en train de pleurer. La dame l'a récupéré son enfant, ils sont allés voir le prêtre, on a commencé à prier, le prêtre a dit que l'enfant là, la dame là, est venue prendre l'enfant, vu que ses 45 jours n'étaient pas finis, elle est venue prendre son enfant et elle est allée avec là où elle dormait là. Donc voilà pourquoi ma mère me disait, faut pas donner ton enfant à n'importe qui. C'est ton bébé, que ce soit ta copine ou pas, tu sais pas ce que se passe, tu la vis à longtemps. Garde ton enfant auprès d'elle. Donc c'était un peu ça mon histoire. Waouh. Bien, écoutons. Le témoignage, une histoire de mort qui n'est pas mort. Je vais nommer mon histoire. Les morts ne sont pas morts. Alors, j'ai perdu un grand frère. Il avait 24 ans quand il était mort d'une maladie un peu mystique. Et tout juste après l'enterrement, je constate chaque nuit qu'il vient, il fait des mouvements, des va-et-vient. Il passe dans la cuisine, il ouvre la marmite, il fait des bruits. Chaque soir, durant un mois comme ça. Et après, je n'ai plus de sa nouvelle. Il fut un jour, on parlait de lui et on a constaté que quelqu'un traversait la cour. Et subitement, la lumière qui était allumée, tout était éteint. Et après, ça s'est encore réanimé. Moi, je me suis dit que c'est peut-être lui qui a été de passage. Donc, en nous disant que les morts sont morts, non, les morts ne sont pas morts. Et juste jusqu'à ce jour, quand on dit que quelqu'un est mort ou quoi là, je ne ressens plus la douleur parce que je dis il n'est pas mort, il a juste changé de corps. Et puis ça continue, je ne pleure jamais, je t'assure. Donc c'est un peu ça. Waouh. Bien, beaucoup de témoignages. Il s'agit d'un monsieur qui avait épousé deux femmes. Voilà, et en tout cas le monsieur il était équitable envers ses deux femmes, c'est-à-dire s'il achetait un panier pour une, il achetait pareil pour l'autre, c'est-à-dire que les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Donc la deuxième femme, c'est vrai que la deuxième femme était enceinte et le jour de l'accouchement elle est décédée avec le bébé. Donc du coup ils se sont trompés le pain et ils ont pris le pain de sa rivale, c'est-à-dire la première femme. Pendant l'enterrement, ils sont allés enterrer.